Hallo, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dieser Runde zum Thema transatlantische Verkettung, klimaschädliche LNG-Förderung in Kanada mit Hilfe deutscher Finanzgarantien. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Sie eingeschaltet haben an diesem herbstlichen Nachmittag. Es hat schon ganz schön gestürmt, ganz schön geregnet, aber wir sitzen hier drinnen im Warmen, wir müssen nirgendwo hinfahren. Willkommen von mir. Ich würde jetzt zu Beginn gleich einmal die technischen Sachen für unsere Online-Veranstaltung Ihnen auf den Weg geben. Sie können in Ihrem Bildschirm unten die Dolmetscherfunktion auswählen. Das heißt, wenn Sie Deutsch hören und Deutsch verstehen möchten, müssen Sie auf Deutsch klicken. Wollen Sie Englisch bei uns teilnehmen, dann Englisch einwählen. Behalten Sie das die ganze Zeit bei, weil alles wird in dieser Runde übersetzt. Wir haben deutsche Präsentationen, wir haben englische Präsentationen. Das funktioniert ganz automatisch. Was wir vielleicht alle etwas beachten müssen, ist, dass sozusagen das Dolmetschen etwas zu einer kleinen Zeitverzögerung immer führt und ich dann nicht immer gleich einsteige mit einem Nachfragen oder wenn die Antwort noch gar nicht richtig zu Ende übersetzt wurde. Das ist auch eine kleine Herausforderung für mich, aber das schaffen wir alle zusammen, bin ich fest von überzeugt. Wir haben dann in unserem Online-Seminar eine Chat-Funktion und eine Q&A-Funktion. Im Chat, da können Sie alle interessanten Nachrichten, den ganzen Teilnehmern, allen mit auf den Weg gehen. Einen tollen Link können Sie da reinpacken, wo Sie sagen, hier gibt es noch interessante Informationen. Hier können Sie inhaltliche Kommentare, Veranstaltungshinweise etc. reinposten. In den Frage- und Antwort, auch ein Chat, in der Frage- und Antwortmöglichkeit, Q&As, da können Sie uns Fragen reinstellen für die Podiumsdiskussion im Moment, die wir im Nachgang zu den Präsentationen haben. Und diese Fragen, die da von Ihnen eingehen, die können Sie sozusagen liken. Und dieses Like bedeutet ganz klar, dass im Endeffekt die Frage, die hochgeliked ist, dann einfach immer weiter nach oben geht. Ich würde jetzt gar keine inhaltliche Begrüßung machen. Die inhaltliche Begrüßung wird Konstantin Zerger machen. Er ist der Bereichsleiter der Deutschen Umwelthilfe vom Bereich Energie und Klimaschutz. Und er ist einer derjenigen, die diese Veranstaltung heute initiiert haben, neben Rot und Worte Hüburg und der Heinrich-Böll-Stiftung. Konstantin. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist jetzt ja auch schon eine kleine Veranstaltungsreihe jetzt hier geworden, die wir gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung und Food and Water Europe organisieren. Und ich freue mich, dass wir heute hier den Blick auf die transatlantischen Verbindungen des Themas richten können. Es ist ja so, dass in Deutschland, um Sie euch alle da einmal abzuholen, bisher kein LNG-Terminal gibt. Wir haben zwar eine sehr umfangreiche Gasinfrastruktur, Deutschland ist auch der wichtigste Gasmarkt in Europa, aber es gibt eben bisher noch keine eigenen Kapazitäten zum Import von Flüssigerdgas oder LNG. Das soll sich aber ändern. Wir haben in Deutschland große Pläne oder unsere Bundesregierung und auch Landesregierungen haben große Pläne, muss man sagen. Das wir muss man hier präzisieren. Und zwar sollen 3 LNG-Terminals an der Nordseeküste errichtet werden. Und zwar an den Standorten Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade. Da ist ganz wichtig zu sagen, dass es sich hier immer noch um Pläne handelt. Es gibt für alle diese Projekte bisher weder eine Investitionsentscheidung, die getroffen wurde seitens der Vorhabenträger, noch einen Antrag auf Genehmigung. Also diese Projekte sind immer noch ganz am Anfang, sind auch noch Projekte, die verhindert werden können, auch wenn sehr, sehr viel darüber geredet wird und häufig der Eindruck erweckt wird, als würde bald schon der Bagger anrollen und das erste LNG-Schiff dort anlegen. Das ist nicht so. Wir reden hier immer noch über Pläne, die allerdings eine sehr weitreichende Wirkung auf unsere Klimaziele hätten, wenn sie realisiert werden würden. Diese 3 Terminals stehen für eine Gaskapazität, die dann zusätzlich in das deutsche Erdgasnetz eingespeist werden kann, die knapp 40 Millionen Tonnen CO2 entspricht. Und das ist ziemlich offensichtlich, dass bei einer wirtschaftlichen, technischen Lebensdauer diese Anlagen von mindestens 30 Jahren dann damit als Ziel einer Klimaneutralität bis allerspätestens 2050 nicht eingehalten werden kann. Und wir müssten ja eigentlich auch schon sehr viel früher klimaneutral werden. Das ist zumindest unsere Haltung als Deutsche Umwelthilfe. Also diese Terminals würden einer Klimaneutralität und
Klimaschutz im Weg stehen. Deshalb kämpfen wir da entschieden dagegen, auch mit vielen Partnern vor Ort, in den Ländern, in den Standorten, in denen sie geplant sind. Und es gibt hier eben auch noch eine ganz offensichtliche transatlantische Verbindung. Und diese Verbindung besteht einerseits aus dem Druck, den die Administration von Donald Trump auf die Bundesregierung auswirkt, und zwar um diese Terminals endlich zu bauen und den deutschen Markt für die Importe von Fracking-Gas aus den USA zu öffnen. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Zum Beispiel ist der amerikanische Energieminister auch schon in Europa und Deutschland unterwegs gewesen und hat für das Freedom Gas geworben. Und auch unsere Politiker reisen nach Washington und machen dort große Versprechungen. Und zuletzt da besonders auffallend unser Finanzminister Olaf Scholz in Deutschland, der in einem Schreiben an seinen amerikanischen Amtskollegen angeboten hat, mit 1 Milliarde Euro den Bau dieser LNG-Terminals zu fördern, wenn denn auf der Gegenseite die USA ihren Widerstand gegen Nord Stream 2 aufgeben. Also ein völlig bizarres Geschäft. Wir würden dann am Ende mit nicht nur 3 LNG-Terminals, sondern auch noch mit einer Mega-Pipeline zum Import von Erdgas dastehen. Alles fossil und alles der Energiewende im Weg. Die zweite transatlantische Verbindung neben diesem politischen Druck sind die Unternehmen, die hinter diesen Projekten stehen. Und das ist besonders offensichtlich bei dem geplanten LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Dort ist es der Energiekonzern Uniper, der inzwischen von dem finnischen Energiekonzern Fortum übernommen wurde. Aber ich rede jetzt mal weiter von Uniper. Uniper ist dort der bisher alleinige Investor und treibt dieses Projekt dort voran. Aber er ist eben auch auf der anderen Seite des Atlantiks als einer der größten Gashändler weltweit unterwegs und hat dort schon einen langlaufenden Abnahmevertrag für Erdgas, für LNG aus dem geplanten LNG-Terminal in Goldboro abgeschlossen. Und damit schließt sich dann auch nochmal diese geschäftliche Verbindung. Und weil es diese Verbindungen der großen Politik gibt und diese Verbindungen über die Geschäfte und Profite, glaube ich, ist es nur logisch, dass wir uns hier auch verbinden von einer zivilgesellschaftlichen Seite. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier auch unsere Gäste aus Kanada mit dabei haben, die hier heute gemeinsam diskutieren können, mal diese verschiedenen Seiten dieser, ja, man muss es ja so sagen, irren Projekte dann eben gemeinsam auszuleuchten. Das soll auch eine Botschaft sein, dass wir hier Schulter an Schulter stehen, wenn es um den Widerstand dieser fossilen Projekte geht, die, das muss man vielleicht auch dazu sagen, immer vor Ort eine große Umweltzerstörung auch lokal verursachen, die auch gefährlich sind. Und das soll auch ein ganz wichtiges Signal sein. Naja, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, auch als Deutsche Umwelthilfe da ganz klar den Widerstand mit zu organisieren, zu unterstützen. Am Ende des Tages sollte es dort zu Genehmigungen kommen, auch rechtlich gegen diese Projekte vorzugehen. Und wir wollen, dass hier nicht mehr geschäftliche Interessen oder auch politische Interessen, geopolitische Spielchen an erste Stelle gesetzt werden, sondern dass Klimaschutz an erster Stelle gesetzt wird. Und wir wünschen uns eine transatlantische Kooperation auf dieser Grundlage. Was wir uns nicht wünschen, sind hier schmutzige Deals für Fracking-Gas und den Import von LNG. Deshalb lasse ich es auch mal dabei. Die Kolleginnen und Kollegen werden gleich in die vielen Details einsteigen, in die schmutzigen Details, kann man da, glaube ich, auch sagen. Da bin ich jetzt gleich ganz gespannt, was wir da von beiden Seiten des Atlantiks dann noch hören. Und gebe zurück an dich, Nadine. Vielen Dank dafür. Das ist eine interessante Aussage, die schmutzigen Details. Ich hoffe, der Mike Sawyer, ein Geschäftsführer der Citizen Oil and Gas Council ist, der unser erster Gast ist, der als erstes zu uns spricht, ob er die schmutzigen Details mitgebracht hat, werden wir dann sehen. Er ist ein Aktivist gegen LNG, er kommt aus Alberta und ist komplett Kanada-übergreifend im Council tätig. Alles, was LNG-Fracking-Themen sind, das kommt bei Mike Sawyer auf den Tisch. In diesem Sinne, Mike, the floor is yours. Thank you for that, Nadine. Ja, danke, Nadine. Ich fahre hier mal meine PowerPoint-Präsentation hoch. Kleines Sekündchen, bitte. Nur Geduld. Okay. Gut.
Ich möchte über Purity Energy sprechen. Das ist ein kleines Unternehmen, ein kanadisches Unternehmen, das eine LNG-Anlage in Goldboro errichten möchte. Das ist in Nova Scotia, also an der Ostküste Kanadas, und dann LNG nach Deutschland exportieren möchte und auch auf andere internationale Märkte. Purity hat Verkaufsverträge unterzeichnet mit dem deutschen Unternehmen Uniper und hat auch einen Milliardenkredit in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar als Garantie mit der Bundesregierung ausgehandelt. Wenn diese Kreditzusage zurückgezogen wird, ist es natürlich schwer für Purity, das Projekt zu realisieren. Es gibt bereits eine ganze Reihe von regulatorischen Genehmigungen für den Export von LNG aus Kanada und für den Bau der Goldboro LNG Facility, aber Purity braucht genug Erdgasversorgung, um tatsächlich diese Uniper-Verträge erfüllen zu können. Das Unternehmen hat angedeutet, dass es sich vor allen Dingen um konventionelles Gas handelt und nicht um gefracktes Gas. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass Purity genug konventionelles Gas überhaupt fördern kann, um den Vertrag mit Uniper zu erfüllen. Es gibt eine internationale Koalition von ungefähr 100 Umwelt- und gesellschaftlich für Gerechtigkeit kämpfenden Gruppen, die erst kürzlich ein Schreiben geschickt haben und einen Bericht an die Bundesregierung und beschrieben hat, wie sich die ökonomischen, ökologischen und sozialen Risiken darstellen im Zusammenhang mit diesem speziellen Projekt in Goldboro. Bisher ist keine Antwort der Bundesregierung eingegangen. Was bedeutet das? Dies sind jetzt zunächst einmal meine Schlussfolgerungen. Wenn dieses Projekt erfolgreich ist, dann wird in jedem Fall in Deutschland eine Förderung möglich von Entwicklung und Import von Fracking-Gas. Und Purity wird vermutlich diese 4,5 Milliarden US-Dollar Kreditgarantie nicht tatsächlich einbringen können oder wird nicht in der Lage sein, dieses Projekt zu realisieren. Dann der Kauf von Upstream Supply Assets von Shell und der Bau der entsprechenden Erdgasleitungen erfordert eine weitere Lizenz und da besteht ein weiteres massives regulatorisches Risiko. Und das Programm von Purity wird in jedem Fall massive ökologische Konsequenzen mit sich bringen, und zwar nachhaltig negative und wird auch hohe soziale Kosten haben. Purity schlägt nun vor, dass es zwei Gasverflüssigungsanlagen oder Trains gibt, die jeweils 5 Millionen Tonnen LNG pro Jahr produzieren. Die Förderung aus diesem ersten Train ist an den deutschen Unternehmensgigant Uniper verkauft worden mit einem über 20 Jahre laufenden Vertrag. Purity sagt, dass Alberta die Mehrheit des Gases bieten wird, das für den Train 1 genutzt wird. Und für Train 2 wird es eine weitere Menge von Erdgas bedürfen. Hier auf dieser Karte sehen Sie Kanada. Links sehen Sie BC und Alberta. Und gelb gemarkert sind die Gegenden, wo Purity Gas fördern möchte. Blau ist die Linie der bestehenden Gasleitungen in Kanada vom Osten rüber auf die Westseite des Landes. Und Sie sehen dann auch noch einmal Quebec auf der rechten Seite und zwischen Quebec, also zwischen Nova Scotia an der Küste und Ottawa, gibt es praktisch keine direkte Pipeline. Hier wird aber aus den USA Gas ins Land gebracht. Und um dieses Gebiet tatsächlich umfassend zu versorgen, wird es in jedem Fall erforderlich sein, weitere Pipelines zu bauen. Bisher ist aber noch nicht ganz klar, wie das passieren soll. Wir haben also drei Risikofaktoren, die wir in jedem Fall sehen müssen. Ökonomische Risiken, regulatorische Risiken und ökologische Risiken oder Umweltrisiken. Und ich möchte mich vor allen Dingen auf die ersten beiden Aspekte konzentrieren, denn ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen die ökologischen Risiken im Zusammenhang mit LNG kennen.
die ökonomischen Risiken. Pirdy ist ein kleines Unternehmen, hat wenig Erfahrung und hat nicht genug Kapital, hat signifikante kurzfristige Schuldverpflichtungen und einen limitierten Cashflow. Die LNG-Preise müssen mindestens 11,17 kanadische Dollar oder mehr betragen, damit sie überhaupt sinnvoll sind, ökonomisch gesprochen. Der aktuelle Spotpreis liegt aber global bei nur 2,60 Dollar. Seri, das ist das Institut, das sich anschaut, ob ein Projekt überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist, hat bisher noch keinen sinnvollen Weg gefunden, um die geplanten Kosten für Projekte dieser Art in Ostkanada zu senken unter den europäischen Marktpreis. Insbesondere wird es problematisch, wenn das Projekt sein Gas aus Westkanada oder Marcellus bezieht. Und dann haben wir natürlich den nordamerikanischen Schiefergas-Boom, der eine Finanzkrise erlebt. Und es gibt eine ganze Reihe von Fracking-Unternehmen, die bereits insolvent angemeldet haben. Und dann gibt es die Majors wie Shell, Chevron und BP, die erklärt haben, dass sie nicht länger sich engagieren möchten im Zusammenhang mit diesen hochriskanten LNG-Exportprogrammen. Hat Pirdy also das, was gebraucht wird, was ein kleines Unternehmen braucht, um tatsächlich in diesem Bereich sich zu engagieren? Nun, hier gibt es vier Bereiche, die wir zusammen anschauen müssen. Das sind kritische Faktoren, die auch die Finanzanalysten berücksichtigen, wenn sie ein Unternehmen bewerten. Zum einen, wie sieht es aus mit dem Management, die Erfahrung im Management, die Qualifikation und der Track Record. Das sind ganz kritische Faktoren bei der Bewertung der Frage, ob ein Unternehmen erfolgreich sein kann oder nicht. Insbesondere spielt das natürlich eine Rolle für die Frage, wie kann Kapital aufgebracht werden und wie viel. Und dann ist natürlich die Aktienperformance ein wichtiger Punkt und die finanzielle Performance. Management, darüber möchte ich jetzt nicht sehr viel sagen. Es gibt eine ganze Menge Probleme, was das Management bei Pirdy angeht. Bisher ist niemand im Vorstand des Unternehmens jemals beteiligt gewesen an einem derartigen Projekt. Aber schauen wir uns mal die Aktien an. Pirdy ist an der Börse gelistet und der Wert der Unternehmensaktie ist in den letzten 9 Jahren drastisch gefallen von 34,80 kanadischen Dollar auf 0,12 kanadische Dollar vor ein paar Monaten. Im Moment liegt der Aktienkurs bei 0,42 kanadischen Dollar. Wie sieht es nun aus mit der Finanzperformance? Und hier überspringe ich übrigens auch das Slide zum Thema Kapitalgenerierung oder Aufbringen. Aber wie sieht es aus mit der Finanzperformance? Letztes Jahr hat das Unternehmen 250 Millionen kanadische Dollar aufgebracht, um in das LNG-Projekt zu investieren. Und 50% pro Jahr Zins ist berechnet für dieses Geld. Wenn man das mal vergleicht mit ähnlichen Krediten, die in der Regel mit 0,5% Zinsen belegt sind, ist das natürlich ein drastischer Wert. Mit anderen Worten, über 30 Millionen Dollar muss Pirdy allein für Zinsen aufbringen in den nächsten Jahren. Und wenn man sich anschaut, dass es ein kleines Unternehmen ist, ein Unternehmen, das erst in frühesten 5 Jahren überhaupt dieses LNG-Projekt realisieren kann, ist das ein sehr problematischer Aspekt. Also das wollte ich kurz eingeschoben haben zum Thema Kapital aufbringen. Aber wie sieht es aus mit der Finanzperformance? Darüber wollte ich ja sprechen. Wir haben für 2019 in den Jahresberichten von Pirdy genannt eine Summe von 70,5 Millionen kanadischen Dollar Verluste gegenüber einem Ertrag von 110,6 Millionen Dollar. Die Verbindlichkeiten 2019 betrugen 498,2 Millionen kanadische Dollar und dazu gehören 202,9 Millionen kanadische Dollar langfristige Verschuldung. Sie sehen die Zahlen übrigens hier alle auch auf meinem Slide. Es ist ebenfalls ein Verlust gemeldet worden von 70,5 Millionen kanadischen Dollar.
2019 im ersten und zweiten Quartal waren das dann 24,8 Millionen, beziehungsweise Verbindlichkeiten in Höhe von 509,1 Millionen kanadischen Dollar. Was bedeuten nun diese Zahlen unter dem großen Titel Finanzperformance? Die Finanzperformance des Unternehmens ist eine signifikant problematische gewesen im Jahr 2019 und 2020 sieht es nicht viel anders aus. Es ist in diesem Jahr realisiert worden, der Kauf der Assets von Shell. Es gab dann aber eine Zurückweisung des Verkaufs durch den Energieregulator in Alberta und bisher ist keine Anpassung der Finanzberichte von Purity infolgedessen erfolgt. Regulatorische Risiken, kommen wir doch einmal auch zu diesen. Es gibt momentan nicht die Möglichkeit, die Erdgas-Assets von Shell zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist ein Problem. Zum anderen gibt es ein Supply-Risiko, ein Angebotsrisiko. Das heißt, wir haben hier die Auseinandersetzung konventionelles Gas gegenüber Fracking-Gas, also Erdgas, angeboten. Und in einer Bestimmung der deutschen Kreditgarantie heißt es ja, dass Fracking-Gas nicht eine Rolle spielen darf in diesem Geschäft. Dann ist es so, dass die Exportlizenz in weniger als 5 Jahren ausläuft und es gibt auch keine durchgehende Pipeline, wie ich eben gesagt habe, von Westkanada nach Goldboro in Nova Scotia. Und im Übrigen ändert sich der politische Kontext enorm schnell aufgrund der Erderwärmung, und zwar auf der Ebene der Provinzen, der Länder und der Welt insgesamt. Mit anderen Worten, wir haben es bei Projekten dieser Art notwendigerweise mit einer sehr kurzen Lebensdauer zu tun. Das heißt, wir haben es hier auch tatsächlich mit einer ganzen Menge von Risiken zu tun. Sprechen wir einmal über die Risiken. Sie sagen, dass Sie nur konventionelles Gas fördern werden, aber dafür gibt es keinen Beweis. Und 2019 hat Purity alle Midstream- und Upstream-Anlagen von Shell Canada Energy übernommen. Und Shell hat versucht, sie zu verkaufen, weil das die drei Gasanlagen sind, die zu den ältesten Gasanlagen in Alberta oder auch in ganz Kanada gehören. Und es gibt eine enorme Umweltbelastung, wenn Shell sie an ein kleines Unternehmen wie Purity abstoßen kann, dann können sie viele 100 Millionen Dollar an Beseitigung von Umweltschäden sparen. Und Purity hat diese nun aufgekauft. Sie haben jetzt 114 Millionen Kubikfuß pro Tag an Erdgasproduktion erhalten, auch Sauergasfelder und ungefähr 1700 Kilometer an Pipelines. Und das Ganze hat zu Widerstand in Alberta geführt, nicht wegen des LNG-Projektes, sondern den Auswirkungen auf die Steuerzahler, falls Purity bankrott geht. Und Mai 2020 gab es auch einen verstärkten Widerstand. Die Energieregulierungsbehörde in Alberta hat den Antrag von Shell Purity auf Übertragung der Vermögenswerte abgelehnt. Welche Botschaft nehmen wir mit nach Hause? Purity hat nicht genug Erdgas. Mai, können Sie bitte das Telefon ausschalten? Einen Moment, gut. Also, die Botschaft, die wir mitnehmen können, ist, dass Purity einfach nicht ausreichend über Erdgas verfügt, um seine Verpflichtung zu erfüllen. Sie haben nur 114 Millionen Kubikfuß und durch diesen Aufkauf hätten Sie das hinzugefügt. Sie verfügen derzeit nur über 90 Millionen Kubikfuß pro Tag. Und das heißt, es fehlen ungefähr 89% dessen, was sie benötigen. Und
der Erdgas aus Westkanada oder dem Nordosten der Vereinigten Staaten besteht aus einem erheblichen Anteil, aus Fracking-Gas. Und wenn wir uns jetzt die kanadische Produktion und Förderung anschauen, das ist so, dass 2018, und der Wert ist vielleicht jetzt gegenwärtig etwas höher, 75% der ganzen Erdgasproduktion aus Fracking stammte. Und es wird vorher gesagt, dass bis 2014 Fracking-Gas ungefähr 83% des gesamten in Kanada geförderten Erdgases ausmacht und das meiste davon aus Westkanada. Ein Hauptpunkt, den wir hier mitnehmen können, ist, dass es keine technisch machbare Lösung gibt, um das gefrackte Gas von dem konventionell geförderten Gas zu unterscheiden. Also hier hat man ein Bild eines Gasfeldes in Alberta und da gibt es hunderte von Rohrlöchern, hunderte Kilometer von Rohrleitungen, die zu vielen Gasanlagen fördern. Das Ganze geht in ein örtliches, regionales Distributionssystem, geht dann in die Übertragungswege. Und sobald das Gas dann vermischt ist, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, hier noch zu unterscheiden, ob es sich um konventionell gefördertes oder gefracktes Gas handelt. Aus Sicht der Pipeline ist es einfach alles Methan und man kann hier einfach nicht mehr die Moleküle unterscheiden. Purdy hat hier keine klar definierte Quelle für konventionelles Gas und dann kann man sich natürlich auch sicher sein, dass ein gewisser Anteil, gegebenenfalls sogar 83% des Gases aus Fracking stammt. Dann ein weiterer Punkt, den wir schon angesprochen haben, die Exportlizenz von Purdy wird auslaufen, wenn in den kommenden 5 Jahren nicht mit den Exporten angefangen wird. Und wenn man sich das alles überlegt, was alles noch von Purdy gemacht werden muss, ist das natürlich eine große Herausforderung. Und angesichts der finanziellen Möglichkeiten von Purdy und der umweltpolitischen Risiken ist es sehr schwierig oder sehr unwahrscheinlich, dass vor August 2025 ein Export stattfinden wird. Jetzt überspringe ich einige Folien. Ein Punkt, der aber interessant ist, kein Pipeline-Unternehmen hat öffentlich angegeben, dass sie entweder feste Transportvereinbarungen haben oder mit Purdy bei dem Bau von Erdgasleitungen verbunden sein würden. Und Purdy hat niemals erklärt, wie sie das Erdgas von Westkanada nach Goldboro transportieren wollen oder wie sie den Bau von Pipelines finanzieren wollen. Und Erdgas aus den Vereinigten Staaten wird die Anforderungen nicht erfüllen, weil dort hauptsächlich gefracktes Gas herkommt. Nur ganz kurz, es gibt natürlich auch Auswirkungen auf die indigenen Völker dort. Es gibt natürlich auch noch systemischen Rassismus gegenüber diesen Gemeinden. Und wir haben die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker unterzeichnet und verabschiedet, aber sie hat keine Gesetzeskraft und wird nicht befolgt. Und es gab auch beispielsweise Angriffe auf unbewaffnete Mitglieder der Wet'suwet'en und das ist natürlich kein Einzelfall. Umweltrisiken, ich möchte jetzt nicht jedes Detail ansprechen, aber ich möchte sie nur kurz nennen. Viele von Ihnen wissen sicherlich darüber Bescheid. Upstream-Effekte des Fracking, natürlich Treibhausgas und globale Erwärmung. Die Erdgasversorgung von Purdy wird einen erheblichen Anteil an Fracking-Gas umfassen und der Import von billigem, subventioniertem LNG nach Deutschland untergräbt die Notwendigkeit eines dringenden Übergangs erneuerbaren Energien und Initiativen zur Nachfragesteuerung. Hier noch eine Sache, wenn man sich die Lebenszykluskosten von LNG anschaut, ist es so, dass die Kohlenstoffintensität 20% höher ist als bei Kohle oder 28% höher. Und man würde ja davon ausgehen, dass sogar die Verschiffung von Gas nach Nova Scotia sogar noch stärker zu Buche schlägt. Wenn, also im Erfolgsfall wird das Purdy-Programm zu
dazu führen, dass in Deutschland die Entwicklung von und der Import von Spaltgas unterstützt wird. Und Pöldi wird wahrscheinlich die vorgeschlagene deutsche Kreditbürgschaft in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar nicht in Anspruch nehmen und oder nicht in der Lage sein, das Projekt abzuschließen. Und der Wert von Upstream-Versorgungsanlagen von Shell, der Bau von notwendigen Erdgas-Pipelines und die Erfüllung der bis 2025 auslaufenden Exportlizenz von Shell sind allesamt mit erheblichen regulatorischen Risiken und öffentlichem Widerstand verbunden. Und welche Botschaften nehmen wir jetzt raus? Pöldi ist wahrscheinlich nicht in der Lage, die Kreditgarantie der deutschen Regierung voranzubringen. Und ich bin jetzt am Ende meiner Präsentation. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Mike. Danke dafür. Alles just in time, kein Problem, alles gut gemanagt. Vielen herzlichen Dank. Es waren sehr viele Zahlen. Es war ein Blick über den großen Teich sozusagen. Ich fand das aber sehr interessant, um das mal dargestellt zu bekommen, wie ein kleines Unternehmen gefühlt von Shell über den Nuckel gezogen wird mit deutschen Geldern und sich da eigentlich auf etwas einlässt, was nicht so wirklich passend ist. Aber vielleicht habe ich das ja auch nur so verstanden, weil das das erste Mal ist, dass ich in das Thema eingestiegen bin. Ich darf als nächstes Regine Richter ankündigen. Regine arbeitet bei der NGO Urgewalt. Ich kenne Regine schon gefühlt 25 Jahre. Die NGO Urgewalt arbeitet vor allem zu nachhaltigen Finanzströmen, aber nicht nur. Regine ist auch Expertin für, ich muss das ablesen, ungebundene Finanzkreditgarantien. Was das ist, wird sie uns auch in der Präsentation erklären, weil ich glaube, das ist nicht für alle ein läufiger Begriff. Sie hat uns auch ein paar Folien mitgebracht und sie gibt uns jetzt einen Input zur Rolle Deutschlands, der KfW-Bank und des Energieversorgers Uniper zu diesen geplanten LNG-Exportterminals in Goldau. Regine. Vielen Dank. Ich versuche jetzt meinen Bildschirm zu teilen und hoffe, dass das klappt. Kann man es jetzt sehen? Kann mir jemand nochmal ganz kurz? Ja, wunderbar. Genau. Hallo nochmal an alle. Und ich widme mich jetzt praktisch nochmal so der diesseitigen Atlantikseite und der Verantwortung auf dieser Seite des Atlantiks für eben auch dieses Projekt und erkläre nochmal einige von den Hintergründen, worum es da eigentlich geht und was eben so diese ungebundenen Finanzkreditgarantien zum Beispiel bedeuten. Und es ist so, dass wir praktisch, wenn wir gucken auf die deutschen Akteure, die einen Bezug zu Goldbüro haben, dann ist das eben einmal Uniper mit seinem langjährigen Vertrag, den sie für die Abnahme des Gases abgeschlossen haben. Dann sind es eben diese ungebundenen Finanzkreditgarantien, wo es bisher ein Letter of Intent oder Letter of Interest gibt. Das erkläre ich nochmal. Und die Rolle der KfW-IPEX-Bank, die da eben auch involviert ist. Und zwar fange ich an, von Uniper war ja jetzt schon die Rede. Uniper ist ein Energieversorger in Deutschland, die bei ihrem Kohleanteil praktisch zurückgehen, aber ihren Gasanteil dafür ausbauen und dafür auch den LNG-Anteil, den sie haben im Geschäft, praktisch nochmal ausbauen wollen. Und die haben eben einen 20-Jahre-Abnahmevertrag mit Pöldi abgeschlossen. Und da wollen sie eben jährlich praktisch so das gesamte LNG, was aus diesem ersten Zug, also dem ersten Teil dieses LNG-Terminals kommt, das wollen sie abnehmen. Es hat bisher immer wieder Verzögerungen in dem Projekt gegeben. Jetzt ist es geplant, dass das erste Gas vielleicht 2026 fließen soll. Und dann soll praktisch über 20 Jahre das abgenommen werden. Das heißt, das läuft, also da soll LNG-Gas kommen bis 2045, 2046, was sich schon mal sehr damit beißt, dass Uniper auch groß angekündigt hat, dass sie praktisch klimaneutrale Stromerzeugung bis 2035 machen wollen. 10 Jahre weiß man nicht, wie sie das eigentlich praktisch hinbekommen wollen, diesen Widerspruch aufzulösen, dass sie 10 Jahre lang noch LNG-Gas aus Kanada da abnehmen wollen. Auf der Hauptversammlung dieses Jahr haben wir auch in Absprache mit den kanadischen Kollegen gefragt, wie denn eigentlich Uniper so das finanzielle Risiko dieses Projektes sieht. Und da haben die aber im Wesentlichen darauf geantwortet, dass sie gesagt haben, wir haben da eigentlich kein finanzielles Risiko, wir haben einen reinen Abnahmevertrag und also das Gas kommt oder kommt nicht. Und ob Pöldi da finanzielle Schwierigkeiten hat oder nicht, ist erstmal für uns nicht relevant.
Der nächste Punkt ist, da geht es im Prinzip um die Außenwirtschaftsförderung, die eben auch ins Spiel kommt bei diesem Projekt. Und ich habe da jetzt mal ein Bild von der offiziellen AGA-Portal-Seite. Das ist so die Seite der Außenwirtschaftsförderung der Bundesrepublik. Da ein Bild von genommen. Und im Prinzip geht es dabei darum, in dieser Außenwirtschaftsförderung so, dass wenn ein Exporteur, also hier auf dem Bild rechts, ein Geschäft machen will und der Person links etwas verkaufen will, können sie sich absichern dagegen, dass das nicht bezahlt wird. Indem eine staatliche Bürgschaft praktisch gegeben wird. Das bedeutet dann für die Bank, die dazwischen ist, dass die sich darüber freuen kann, weil sie weiß, so oder so wird dieses Geschäft finanziert werden. Und deshalb kann sie praktisch einen guten Deal anbieten. Und das wiederum erlaubt dem Exporteur, ein gutes Angebot zu machen in dem Bietungsprozess. Das ist eben Teil von einem offiziellen Erklärvideo auf der Seite vom AGA-Portal. Und ich habe gedacht, es macht auch nochmal Sinn, wenn ich erkläre, was eigentlich sozusagen Hermes-Bürgschaften, die kennt man vielleicht noch eher, sind im Verhältnis zu diesen ungebundenen Finanzkreditgarantien. Und bei Hermes-Bürgschaften ist es zum Beispiel so, dass ein Exporteur, sagen wir im Fall hier von diesem Bild jetzt, von Rohren, will zum Beispiel in die Türkei exportieren und will eben dem potenziellen Käufer dieser Rohre ein gutes Angebot machen. Dann können Sie den Antrag stellen, dass Sie eine Hermes-Bürgschaft bekommen. Da wird dann geprüft, ist das eigentlich förderwürdig, ist das finanziell solide und auch, also es wird auch geguckt auf, was sind mögliche Umweltauswirkungen oder was sind mögliche Sozialauswirkungen. Es ist so, dass praktisch Euler Hermes, das ist ein Unternehmen in Hamburg, ein privates Unternehmen, das hat aber einen Vertrag mit der Bundesregierung, die machen sozusagen eine Vorprüfung. Und letztendlich entschieden wird das dann auf Seite der Bundesregierung in einem sogenannten interministeriellen Ausschuss. Da sitzen das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium, das Auswärtige Amt und das BMZ. Und die entscheiden dann darüber, ob da praktisch eine Bürgschaft vergeben werden soll. Und wenn so eine Bürgschaft genehmigt worden ist, dann hilft es dafür, dass halt praktisch der Exporteur bessere Zinsen bekommt von der Bank und damit wiederum eben ein besseres Angebot machen kann. Und das eben hilft beim Bieten. Im Prinzip handelt es sich darum, um sowas wie eine staatliche Versicherung. Also die Exporteure müssen dafür auch eine Gebühr bezahlen, dass sie irgendwie das in Anspruch nehmen. Aber im Wesentlichen ist es einfach ein Risikotransfer auf den Bund, der da stattfindet. Und im Unterschied dazu ist es so bei den ungebundenen Finanzkreditgarantien, da geht es eher um den Import, also im Prinzip um das, was in der Röhre ist in diesem Bild. Also bei den UFK-Garantien geht es darum, um Rohstoffe praktisch. Und da wird es so gewertet, dass förderwürdig das ist, was für mehr Versorgungssicherheit mit Rohstoffen auf Seiten der Bundesregierung sorgt. Und was eben praktisch Rohstoffe, die an denen ein gesamtwirtschaftliches Interesse in Deutschland besteht. Und dass damit die Versorgung abgesichert wird. Dann kann es so eine ungebundene Finanzkreditgarantie geben. Also in dem Fall praktisch von Uniper heißt das, wenn Uniper einen langfristigen Gasliefervertrag für Gas aus Goldbüro hat, trägt das zur Diversifizierung der deutschen und europäischen Gasversorgung bei. Das ist aus der Begründung auf eine Antwort, also eine Antwort von der Bundesregierung auf eine Frage aus dem Parlament. Und damit ist es im Prinzip förderwürdig. Ich habe es jetzt auch einmal nochmal eine Garantie, ein Schema, was praktisch offiziell auch wiederum von der Bundesregierung kommt. Das heißt, in dem konkreten Fall, Uniper hat einen Vertrag mit Pirelli. Die als Projektbetreiber können einen Kredit bekommen von einer Bank und dieser Kredit wird dann praktisch abgesichert von der Bundesregierung und damit ist es halt für die Bank ein geringeres Risiko. Dazu muss man nochmal sagen, das ist jetzt so alles möglich. Das ist bisher noch nicht wirklich fest. Also es ist im Prinzip so, dass Pirelli zwar in Kanada sich mehr oder weniger hinstellt und so tut, als wenn sie das Geld schon in der Tasche hätten und immer wieder darauf verweist, dass sie halt praktisch so einen Letter of Interest haben für eine UFK-Garantie. Den haben sie auch schon praktisch seit 2013. Auf dieser Seite des Atlantiks klingt das dann immer ein bisschen anders, weil es hat so einige Anfragen aus dem Parlament dazu gegeben. Ist das wirklich so? Wird das wirklich unterstützt schon? Und da ist die Antwort der Bundesregierung eben immer wieder sehr klar. Es gibt ein Letter of Interest.
es gibt noch keine Garantie. Und so ein Letter of Interest besagt im Moment erstmal nur, dass ein Deckungsantrag entsprechend den Regeln für eine Garantieübernahme geprüft wird. Das ist rechtlich noch nicht verbindlich, sagt aber auch, dass erstmal nichts dagegen spricht und dass es den Willen gibt, das zu prüfen und da reinzugucken. Und dann der nächste Spieler sozusagen, der nächste Akteur in dieser ganzen Geschichte ist die KfW. Die KfW kennt man ja in Deutschland vor allem von so Sachen wie Finanzierung von Solardächern oder Hausisolierung oder Studienkrediten. Das ist aber insgesamt eine ganze Bankengruppe, umfasst halt auch noch die Mittelstandsbank, die KfW Entwicklungsbank und die KfW IPEX Bank. Die ist dafür da, praktisch die deutsche und europäische Wirtschaft mit Projekt- und Exportfinanzierung zu unterstützen. Und IPEX, also KfW IPEX Bank, unterstützt das Goldbau-Projekt und zwar mit einer Begründung oder berät dieses Projekt aktuell. Und auch da wiederum aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage aus dem Parlament wird gesagt, es geht halt um eine LNG-Versorgungsinfrastruktur für eine optimale Nutzung von LNG als Alternative zu anderen fossilen Energieträgern und für die Diversifizierung von europäischer Erdgasversorgung. Also aktuell ist es so, dass die KfW IPEX Bank praktisch da einen Beratungsvertrag hat und es liegt die Vermutung nahe, dass die auch diejenigen sein könnten, die dann die Bank sind, die bei der Finanzierung tatsächlich von Goldbüro hilft. Das ist aber bisher noch nicht quasi sicher, das kann man irgendwie noch nicht sagen, dass das tatsächlich stattfindet, aber es ist, ich sag mal, eine naheliegende Vermutung. Und wenn man jetzt nochmal guckt, was ist sozusagen, was folgt da alles draus? Es ist so, dass die letztendliche Finanzierung von Goldbüro und die letztendlich Finanzierungsentscheidung hat sich immer wieder rausgeschoben, weil eben es für Piraeus sehr schwierig ist, diese Finanzierung zusammenzubekommen. Aber es ist eben so, dass IPEX da mit dran arbeitet, berät, zusammen mit Morgan Stanley und Société Générale, also zwei anderen Banken. Die sind sozusagen die finanziellen Berater und arbeiten daran. Genau, und dann jetzt zu den praktisch zum Fazit zu kommen. Es gibt das alles bisher noch nicht. Es gibt noch keine UFK-Garantie, die wirklich vergeben worden ist. KfW IPEX ist da noch nicht drin. Aber die bloße Möglichkeit, dass sie dabei sein können, hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, ein finanziell sehr, sehr fragwürdiges und unsicheres Projekt am Leben zu halten bisher und am Laufen zu halten. Damit gibt es eine große Verantwortung der Bundesregierung aus einer Klimasicht für ein höchst fragwürdiges Projekt, wo neue Gasinfrastruktur gebaut werden soll, die eben uns jahrelang auf, also die Kanadier und uns, auf jahrzehntelange Gasnutzung festlegt. Deshalb ist im Prinzip das, was wir fordern würden, oder das, was wir fordern, dass dieses Projekt auf jeden Fall abgelehnt werden muss. Und es zeigt auch, dass es höchste Zeit ist, dass in der Außenwirtschaftsförderung auf Gas geguckt wird und auch da nicht weiter einfach der Bau neuer Gasinfrastruktur unterstützt wird, sondern dass da irgendwie geguckt wird, was müssen wir eigentlich aus einer Klimasicht, aus Klimaschutzgründen anders machen. Und es ist so, dass gerade aktuell die IMA-Ressorts, also die Ministerien, die darüber entscheiden, über Außenwirtschaftsförderung, dass die in der Klimastrategie, dass da eben über eine Klimastrategie für Euler Hermes diskutiert wird. Und da muss das Thema Gas auf jeden Fall unbedingt rein. Und da mache ich Schluss. Danke. Vielen herzlichen Dank, Regine. Okay, dann würde ich jetzt sagen, hole ich mal all meine Diskutanten zu der Podiums-Panel-Discussion sozusagen dazu. Das ist Konstantin Zerger, das ist der Mike Sawyer, Regine Richter und wir haben noch Jim Amberger mit dabei, der auch mit bei der Panel-Discussion jetzt mit dabei ist. Während sich alle hier sozusagen auf dem Bildschirm anmelden und dazukommen, drei Worte zu Jim. Jim ist, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, Spokesperson für the New Brunswick Anti-Shale Gas Alliance. Und das ist ein Zusammenschluss von vielen anglophonen und frankophonen lokalen Initiativen in New Brunswick.
Und diese Allianz hat nach jahrelangen Protesten es geschafft, ein Klageverfahren gegen die Provinzregierung und in Zusammenarbeit mit der indigenen Bevölkerung erfolgreich umzusetzen und hat in 2015 ein Moratorium für Fracking erwirkt. Jim, herzlich willkommen auch an dich. Ich habe jetzt schon im F&A-Chat diverse, viele Fragen gesehen. Ich fange aber trotzdem jetzt mal ganz egoistisch mit meinen Fragen an. Da habe ich mich auch 2, 3 mitgebracht. Und ich würde jetzt einfach Jim ganz direkt fragen, er durfte heute noch nichts sagen, alle anderen haben schon gequasselt. Jim, Sie sind gegen Fracking-Gas aktiv. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Fracking-Gas und dem LNG-Export? Wie ist Ihre Wahrnehmung? Well, and certainly in this part of Canada, any LNG export would by definition include fracking, because all the gas around here comes from fracking. And of course, we're primarily concerned about that both the leaks of methane. In diesem Teil Kanadas haben wir natürlich unbedingt Fracking, LNG und die geplanten Terminals als sehr problematisch zu sehen. Das ist enorm gefährlich, vor allen Dingen angesichts der Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern. Und wir haben eine ganze Menge von Erfahrungen gemacht bereits. Es gab ein LNG-Import-Terminal in New Brunswick, was aber gar nicht umfassend genutzt wird. Und nun versuchen die Nutzer, das zu einem Exportterminal umzugestalten. Vor allen Dingen, weil das Ganze sonst nicht wirtschaftlich ist. Vielen Dank dafür. Nachgefragt, das ist die erste Frage aus dem Chat. Ich muss kurz in den Chat switchen. Die Frage ist, auf welche Art und Weise fordert die deutsche Regierung ein, dass das importierte Gas aus konventioneller Förderung und eben nicht aus Fracking stammt? Wer möchte dazu antworten? Okay. Ich meine, insofern, dass ja noch nicht es einen Vertrag bisher gibt, also ne, dass es aktuell noch, dass sie noch nicht dabei sind, kann sie es quasi im Moment noch nicht fördern. Nach allem, was wir hören, ist auch noch kein Antrag eingegangen. Aber wenn sie es machen würde, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob sie es tatsächlich, also ob sie da genau reingucken würde oder ob sie da nicht sagen würde, also Uniper haben wir gefragt dazu, wie ist das eigentlich mit dem Anteil an gefracktem Gas? Und die haben im Wesentlichen gesagt, also auch wiederum auf der Hauptversammlung, naja, wir haben praktisch, also wir kaufen das Gas und wenn unser Verkäufer sagt, das ist nicht gefracktes Gas, dann glauben wir das. Und darüber hinaus haben sie praktisch nichts, machen sie keine Nachprüfung. Und ich vermag auch nicht zu sagen, ob ich da jetzt großes Vertrauen hätte, dass das auf Seiten der Bundesregierung so viel genauer nachgeprüft würde. Mike, du wolltest dazu was sagen. Yeah, I so several years ago the Canada's national regulator vor ein paar Jahren betrachtete die Regulierungsbehörde in Kanada genau diese Frage und dann wurde der sogenannte Direct Connection Test auf den Weg gebracht. Und der beinhaltet Folgendes: Wenn man Hunderttausende von Bohrlöchern nutzt zur Förderung von Gas, was dann eingespeist wird in die Pipelines, und weniger als 85% gefracktes Gas ist, dann ist es dennoch schwer nachzuweisen. Das heißt, man kann hingehen und sagen, das ist gefrackt oder eben nicht, aber man kann es nicht wirklich beweisen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man in diesen Pipelines und in diesen Verträgen sehr, sehr viel gefracktes Gas kauft. Konstantin, du wolltest dazu was sagen.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Bundesregierung überhaupt in Bezug von Fracking-Gas ausschließen möchte. Also wenn wir jetzt über das Beispiel Goldboro sprechen, ist offensichtlich, dass man sich, glaube ich, da was anderes wünschen würde. Aber bei den anderen Projekten, die wir ja auch noch sehen, insbesondere bei den Import-Terminals, ist ja eine starke Motivation, gerade sich für den nordamerikanischen Markt zu öffnen. Und ich glaube, diese Öffnung kann nur gelingen oder hat zum Ziel, dann eben auch Fracking-Gas zu importieren. Insofern glaube ich, uns wird das immer erzählt, dass man da ganz eigentlich das gar nicht möchte und dass es ja auch angeblich saubere Quellen für LNG gibt, nicht aus Nordamerika. Aber ich glaube, tatsächlich ist das die eigentliche Motivation für diese Projekte, zumindest auf der Importseite. Okay, spannend, sehr spannend. Ich habe aber noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das war auch vorhin, als ich Regine angekündigt habe und sozusagen Mike seine Präsentation zusammengefasst habe, ich glaube, so ein leichtes Stirnrunzeln, weil ich die ganzen Connections zwischen Uniper, Shell, Paraday, Garantien, ich habe es einfach noch nicht vollends verstanden. Dafür bin ich auch Moderator. Ich darf sowas nachfragen. Ich muss auch nicht im Stoff stehen, das seid ihr. Aber das wäre meine Frage in dem Fall an Mike. Wenn dieses ganze Projekt nicht wirklich wirtschaftlich ist und diese Paraday ja irgendwie vor so einem, ich sag jetzt mal, so einer Resterrand besteht, die irgendwie Shell mit ihnen auf den Weg geben will und Paraday will Exportkreditgarantien von Deutschland bekommen, damit sie irgendwas nach Deutschland importieren können, warum lässt sich das da Paraday darauf ein? Also warum gehen die diesen Weg? Das habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht haben alle 56 Teilnehmer dieses Webinars das schon verstanden, aber ich noch nicht. Warum lässt sich Paraday darauf ein, wenn der doch da überhaupt keinen Profit oder letztlich, wie soll ich sagen, das finanzielle Risiko ist doch relativ hoch und nicht nur für Paraday, letztlich dann auch für den deutschen Steuerzahler, aber das ist noch eine andere Frage. So, the simple answer to a complex question. Eine einfache Antwort auf eine komplexe Frage lautet an dieser Stelle: Ein paar Leute denken, dass Paraday und vor allen Dingen der Vorstand von Paraday ist hier gemeint, dass Verkauf ein ganz wichtiger Punkt ist und der Chef des Ladens ist jemand, der sehr stark engagiert war im Bereich Verkauf. Und die Leute, die das voranbringen, ein solches Projekt, können damit ja auch sehr viel Geld verdienen. Das ist sicherlich eine Motivation. Ich meine, schauen wir uns Shell, Chevron, Shell, BP und andere große Konzerne an, dann sehen wir ähnliche Investitionen in Kanada. Also die Großen gehen natürlich hin, schauen sich das an und sagen, ergibt doch keinen Sinn. Also warum sollte ein Unternehmen wie Paraday tatsächlich an einem solchen Projekt festhalten? Aber die logische Schlussfolgerung ist, dass es hier um die Förderung von Aktienkursen oder des Unternehmens insgesamt geht. Das ist das, was Sørensen, den Chef des Ganzen, sehr umtreibt. Und es ist auch sicherlich ein Business Case insofern, als hier tatsächlich LNG nach Deutschland verkauft werden wird. Und das Unternehmen ist durchaus erfolgreich. Also Sørensen, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich respektiere ihn durchaus, denn er ist hier ein erfolgreicher Mann. Und er bringt hier wirklich ein Riesenprojekt auf den Weg. Aber wir müssen es stoppen. Wir müssen wirklich die richtigen Argumente auffahren und müssen sagen, das darf kein Präzedenzfall sein für weitere Projekte. Also wir müssen durchaus die Gelegenheit nutzen, eben gerade weil es da ein paar Schwächen gibt im Business Case. Sollten wir argumentieren, sollten auch vielleicht Bildungsarbeit leisten beim Unternehmen und in der Regierung. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Antwort auf Ihre Frage war, aber es ist doch ein Versuch gewesen.
Ich kann ja noch mal ein bisschen nachhaken. Danke, Mike, für den Moment. Aber das heißt, Paraday wurde gesagt, lass die Finger, also beziehungsweise auch die großen Unternehmen sagen, lass die Finger von LNG und Fracking. Paraday macht es trotzdem, weil es da einen Businessmann gibt, der da einfach total Lust drauf hat. Und woran orientiert sich dann das letztlich? An den Preisen für einen europäischen LNG oder amerikanischen Gaspreisen? Wonach entscheidet dieser Businessmann das? Ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr detailreich, aber ich möchte es einfach verstehen. If I can jump in. Vielleicht darf ich mal. Das ist doch ein schönes Beispiel für die Volatilität des Gasmarkts. Der ist ja enorm riskant. Ich habe ja Beispiele genannt für Projekte, die vor ungefähr 10 Jahren realisiert wurden. Das Projekt in New Brunswick zum Beispiel ist realisiert worden, weil es nicht mehr genug Erdgas gab. Dann kam der Fracking-Boom. Und das war dann sozusagen ex post die Grundlage für dieses Mehrmilliardenprojekt. Und dasselbe kann ja natürlich jetzt auch mit diesem Exportterminal passieren. Also eine andere Energiedynamik aufgrund des Klimawandels. Und wenn man Sörensen anhört und die anderen Vorstandsmitglieder von Paraday, dann realisiert man, dass sie sehr wohl sagen, das sind Projekte, die weltweit auch ausgerollt werden können, in Australien und sonst wo. Und sie sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt müssen wir auf den Markt. Und Mike hat ja richtig geschildert, er nutzt es auch als Stockboom. Für ihn ist es wirklich eine Möglichkeit, den Wert des Unternehmens zu steigern. Es geht um Investitionen und möglicherweise sind es falsche Argumente, die diesen Investitionen unterliegen. Und es gibt sicherlich keinen zwingenden Grund für genau dieses Projekt, aber er wird es sicherlich formulieren, also Sörensen, als ein Projekt, was genau zeitgemäß ist. Es ist jetzt ein Markt da und da müssen wir rein. Das ist das, was er sagt. Und ich meine, nichtsdestoweniger gehen Leute oder Unternehmen wie Shell aus diesem Markt raus oder Exxon und andere, die sich genau aus diesem Bereich ja zurückziehen und die anders argumentieren. Aber er sagt, der Markt ist jetzt. Möchte da jemand was ergänzen? Vielleicht Regine, Konstantin, wie nehmt ihr das wahr? Auch da letztlich auch nochmal verbunden mit der Frage, was kann die Bundesregierung oder wohin müssen wir die Bundesregierung eigentlich pushen, damit sie solche Dinge nicht ermöglichen? Wer möchte zuerst? Regine, ladies first. Also ich meine, auf der deutschen Seite, also ich im Prinzip werden Projekte ja durchaus auf eine finanzielle Solidität geprüft, also bei Bürgschaften und bei und ehrlich gesagt, das ist auch vielleicht ein Teil von langjährigen Kampagnen, dass so ganz offensichtliche weiße Elefanten, die es früher gegeben hat, die auch durchaus unterstützt worden sind, also so Projekte, wo man das Gefühl hat, das ist lohnenswert für den Exporteur und für wenige Leute im importierenden Land und das wird trotzdem unterstützt, weil praktisch nochmal ein Bundeshaushalt dahinter steht. Sowas würde ich schon sagen, hat es sehe ich in den letzten Jahren nicht mehr so, wie es das vielleicht in den 80ern oder so gegeben hat. Da wird also geguckt auf, ist das eigentlich oder muss geguckt werden, ist das solide? Da würde ich mir wünschen, dass man da schon sehr kritisch drauf guckt. Aber es gibt eben so eine gewisse Fixiertheit darauf oder zumindest nach außen erstmal eine gewisse Fixiertheit darauf, wir müssen möglichst unsere Gasversorgung diversifizieren und dann nehmen wir halt das Gas von oder versuchen wir eben Gas aus möglichst vielen verschiedenen Ländern zu bekommen und dann ist Kanada super. Aber da vielleicht an dieser Stelle auch noch die Frage, du sagtest, früher war der weiße Elefant eher mal im Raum. Hat sich denn was verändert? Also ist es in Anführungsstrichen besser geworden, dass man da mehr drauf guckt? Also
Ja, also ich meine sogar auch in Gesprächen mit, also wir haben sehr viel zu Hermes Bürgschaften gemacht. Und da ist es durchaus auch in Gesprächen mit Leuten von Hermes gewesen, dass die so bei dem ein oder anderen Projekt, also so absurde Flughafenprojekte in Kamerun ist ein Beispiel, was mir einfällt, wo eigentlich absehbar war, dass das keine Zukunft hat, dass das nicht läuft, dass das für einige wenige Leute wirklich interessant ist. Da wäre schon mein Eindruck, da wird heute genauer hingeguckt und sowas würde nicht mehr so ohne weiteres unterstützt, was einfach damit zu tun hat, dass es mehr Öffentlichkeit darum gibt und dass es dass mehr genauer hingeguckt wird, dass mehr Nachfragen aus dem Parlament kommen. Ja, also das, den Punkt würde ich der Bundesregierung durchaus geben. Okay, das zusammengefasst, Klimakriterien spielen eine kleine Rolle oder sind es dann wirklich andere Kriterien? Also ich meine, das war jetzt sozusagen, ich habe jetzt geredet über die finanzielle Viabilität von Projekten. Klimafragen spielen eine Rolle im Bereich Kohle, dass inzwischen halt Kohlekraftwerke tatsächlich auch nicht mehr verbürgt werden können. Aber da sind wir beim Gas noch ganz, ganz am Anfang der Diskussion und das wird nicht, also sehr, sehr viel weniger kritisch gesehen als die Kohle. Und da, glaube ich, haben wir tatsächlich auch echt noch was zu tun als Klimabewegung. Konstantin, da die Frage direkt an dich. Was kann denn die Klimabewegung tun, um so eine Kreditbank, Euler Hermes, wie sie alle heißen, dazu zu überzeugen, fossiles Gas ist auch nicht das. Es ist eigentlich ähnlich wie Kohle, also macht was. Ja, ich finde es ja mal zu Beginn schon bizarr, dass ein Geschäftsmann glaubt, ein Unternehmen glaubt, mit Investitionen in einen fossilen Energieträger heute noch Geld verdienen zu können. Das hatte ich ja eingangs auch gesagt, dass diese Projekte, diese Anlagen ja eine irre lange Lebensdauer haben, die den Zeitpunkt, an dem wir klimaneutral sein müssen, definitiv überschreiten. Und das kann jetzt zwei Dinge heißen. Entweder die glauben nicht dran, dass das mit den Klimazielen ernst gemeint ist, oder die glauben, dass irgendwann sie jemand raushaut, sollten sie das Geld noch nicht verdient haben. Beides Male wäre ich als Investor da sehr vorsichtig und verstehe nicht so richtig, wie man da jetzt eigentlich noch so viel Geld in die Hand nehmen kann für so eine Infrastruktur. Und ich glaube, was wir als Bewegung oder was Aktivisten, was NGOs, was auch Wissenschaft tun müssen, ist da ganz deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Projekte, und das wissen wir schon heute, einfach nicht mehr in die Energieszenarien passen, die mit den Klimazielen kompatibel sind. Die dürfen wirtschaftlich nicht erfolgreich sein. Die können gar nicht wirtschaftlich erfolgreich sein. Sonst haben wir ein viel, viel größeres Problem alle gemeinsam. Und ich glaube, das, was passiert, das, was ich in Wilhelmshaven, in Brunsbüttel und jetzt auch in Stade beobachte, ist, dass die Leute das ja zunehmend auch verstehen und dann dort lokal vor Ort aktiv werden, sich zusammenschließen. Dass es auch zunehmend eine kritische Öffentlichkeit auch über die Standorte hinaus dafür gibt, was eigentlich die Rolle von Erdgas angeht. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir dringend weitermachen müssen. Ich glaube, wir müssen aber auch der Erdgasindustrie selber erklären, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr Teil der Lösung ist, sondern Teil des Problems. Und jetzt so aus so einer deutschen Perspektive, wir haben ja einen Kohleausstieg beschlossen, viel zu spät, aber immerhin. Aber wenn man das mal so hinnimmt, Kohleausstieg beschlossen, dann geht jetzt die Schlusslaterne des dreckigsten Energieträgers von der Kohleindustrie weiter an die Gaswirtschaft. Und ich glaube, das müssen auch die Unternehmen selber noch verstehen. Und ich glaube, das ist auch in ihrem eigenen Interesse, ihnen das zu erklären, weil ansonsten werden sie nämlich Investments tätigen, die auch ihre Shareholder am Ende des Tages nicht gutheißen werden, weil die nämlich eine ganze Menge Geld verlieren werden. Danke dafür. Wir waren bei den Klimazielen und bei den, du hast jetzt auch nochmal gerade runtergebrochen, auf die lokalen potenziellen LNG-Standorte in Deutschland. Meine Frage geht an Jim. Wie ist das mit den Klimazielen von New Brunswick und was ist da mit den lokalen Gegebenheiten? Kannst du uns da mal ein bisschen von berichten? Und vor allen Dingen auch aus deiner Perspektive, weil du ja jahrelang zusammengearbeitet hast, auch mit sehr vielen lokalen Initiativen. Wie ist da dein Erfahrungsstand oder dein, was kannst du uns mit auf den Weg geben? Vielleicht auch, was können wir davon erklären? There were two questions there. Da waren ja jetzt zwei Fragen enthalten. Also ich habe die zweite gehört, die erste. Können Sie die noch einmal wiederholen?
Die erste Frage bezieht sich darauf, wie eure Klimaziele in der Region, in New Brunswick, was passiert, wenn Gut, danke, jetzt habe ich das verstanden. Also, New Brunswick ist eine sehr kleine Provinz in Bezug auf die Bevölkerungsdichte, aber wir haben auch die größte Ölraffinerie an der Ostküste Nordamerikas und wir beziehen auch immer noch Strom aus Kohlekraftwerken. Das heißt, wir haben wirklich Probleme, jegliche Klimaverpflichtungen einzuhalten. Wir machen das gegenwärtig kaum. Die Verpflichtungen, die bestehen, sind aber so schwach ausgeprägt, dass das eigentlich lächerlich ist. Also jedes Projekt, das die Emissionen hier in irgendeiner Weise erhöht, sei es nun einfach auch eine Pipeline, durch die etwas durchgeleitet wird, oder auch die Fracking-Industrie, dann ist es einfach so, dass dadurch unsere Klimaziele sofort in Frage gestellt werden. Jemand anders kann vielleicht noch zu Nova Scotia was sagen, aber ich denke, der Plan ist so, dass, oder wir haben hier eigentlich viel größere Probleme in Bezug auf unsere Erfahrung in New Brunswick oder was wir anderen beibringen können, ist, dass unser erfolgreiches Moratorium wirklich ein Ergebnis von etwas war, das vor 10 Jahren angefangen hat. In den Vereinigten Staaten haben einige Bundesstaaten ihren Kampf gegen die Fracking-Industrie verloren und sie haben dann gesagt, gut, man muss das sofort stoppen, man muss das im Keim ersticken, man muss alles machen, um zu verhindern, dass es überhaupt anfangen kann. Weil wenn das Ganze erst einmal anfängt, ist es so, dass diese Kulmination aus Geld und politischer Macht es fast unmöglich macht, das Ganze dann wieder aufzuhalten. Und das haben wir wirklich gemacht. Wir haben die normalen aktivistischen Maßnahmen ergriffen, wir haben Demonstrationen durchgeführt, wir haben Lobbyarbeit betrieben, Petitionen eingereicht, aber das ganz ging auch einher mit zivilem Ungehorsam, dass da wurden auch die indigenen Bevölkerungsgruppen mit einbezogen, weil es ging ja auch um ihr Land. Und New Brunswick wird in Kanada als First Nation Land betrachtet. Also es gab Blockaden, zivilen Ungehorsam. Und wir sind auch gleichzeitig, haben die rechtliche Richtung eingeschlagen. Das heißt, wir haben dann verhindert, dass die Regierung einfach weitermachen kann. Und diese Kombination letztendlich hat dazu geführt, dass wir die gegenwärtige Regierung losgeworden sind. Und es wurde ein Ausschuss eingesetzt, der letztendlich dieses Moratorium dann bewirkt hat. Und dieses Moratorium kann natürlich aber von der nächsten Regierung wieder über den Haufen geworfen werden. Aber wir haben auch gezeigt, wir haben noch Gelder, wir haben die Anwälte, wir sind auch bereit, wieder vor Gericht zu ziehen. Und es passiert viel in den Hinterzimmern, zwischen den Bankern, den Politikern und so weiter. Also vieles, was man nicht sieht. Das heißt, man muss wirklich das Ganze auch möglichst in die Öffentlichkeit, ans Licht bringen. Und dann kann man wirklich auch Druck auf Regierungen ausüben. Also es gibt natürlich einmal die finanziellen Belange, aber natürlich dann auch die Auswirkungen des Fracking. Denn wir haben unseren Kampf ja vor 5 Jahren auch geführt, aber die Dokumentation der ganzen umweltgefährdenden und gesundheitsgefährdenden Aspekte, die sind so gut dokumentiert, dass wenn man das Ganze in ein öffentliches Forum mit einbringt, ist es quasi unmöglich, dass die Regierung Fracking noch verteidigen kann. Also wichtig ist, dass man das Ganze wirklich ans Licht der Öffentlichkeit bringt. Und manchmal ist das natürlich auch etwas schwierig, weil meist wird ja nicht gesagt, okay, wir werden jetzt hier oder da ein Bohrloch bohren. Also das wäre eigentlich der Weg in die Zukunft. Okay, danke dafür. Ich glaube, Konstantin, wir sind dann auf einem guten Weg. Das hört sich gut an. Wir haben vieles, was Jim macht, machen wir als DUH auch an der Nordseeküste. Mike, du wolltest ergänzen. Yes, thank you. Ja, vielen herzlichen Dank. Also eines der Probleme, vor dem wir stehen, ist, dass in den vergangenen 60 Jahren ungefähr die Erdgasindustrie in Nordamerika und auch weltweit Erdgas als einen umweltfreundlichen Energieträger und auch Brückentechnologie vermarktet hat. Und wenn man sich jetzt nur die Emissionen anschaut, die
an der Verbrennungsspitze entstehen, dann stimmt das womöglich. Aber die Verarbeitung upstream und auch alle Emissionen aus der gesamten Lieferkette sind ja vorhanden. Und wenn man das Ganze analysiert, dann stellt man fest, dass Erdgas in vielen Bereichen genauso schlimm ist wie Kohle oder auch in Westkanada sogar schlimmer als Kohle ist. Und die Argumente werden immer wieder von den Befürwortern von Gasprojekten wiederholt. Und ich denke, dass es wirklich wichtig wäre, eine ganz klare Botschaft auszusenden, dass dieser Mythos einfach nicht stimmt, dass der nicht wahr ist. Und ich denke, in diesem Zusammenhang, wenn die deutsche Regierung ehrlich mit sich ist und sich die Tatsachen anschaut, die Fakten anschaut und dann wirklich glaubt, dass oder erkennt, dass die Erdgas genauso schlecht ist wie Kohle oder sogar noch schlimmer, dann kann man natürlich auch die Entscheidung revidieren. Also ich nenne das Ganze immer die große Lüge, weil diese Argumente einfach nicht stimmen. Bedeutet das denn, dass diese große Lüge oder vielleicht auch das große Unwissen letztlich auch dafür der Ursprung ist oder die Ursache ist, warum diese Diskussion um Gas einfach auch noch nicht in der Finanzwelt angekommen ist? Also alle steigen aus der Kohle aus, alle steigen aus auch teilweise auch aus Atomen aus. Und aber trotzdem, Gas wird immer noch gehypt. Es ist diese wunderbare Brückentechnologie. Konstantin sagte gerade, eigentlich ist es die Schlusslaterne, die einfach nur weitergereicht wird. Aber warum ist dieses Umdenken nicht da? Weiß da jemand nicht genug drüber? Oder anders gefragt, wird da so viel vertuscht? Ist die Lobby so stark, dass das nicht ankommt? Da würde ich jetzt gerne mal eure vier Expertenmeinungen. Ich würde mit Regine starten. Also ich meine, ich würde durchaus selbstkritisch sagen, aus guten Gründen hat es in Deutschland einen Fokus gegeben. Wir haben ein Riesenproblem mit der Kohle und wir müssen ganz dringend was machen, um die Kohle loszuwerden. Und da hat es einen sehr, sehr starken Fokus gegeben. Wir machen nur Kohle, Kohle, Kohle und wir reden erstmal nicht über Gas. Und in der Zwischenzeit muss man tatsächlich auch sagen, hat die Gasindustrie es sehr gut hinbekommen, sich als wir sind die Lösung darzustellen. Also es gab ganz klare Werbekampagnen von wir sind die Lösung für zur Bekämpfung des Klimawandels. Und da werden natürlich die kritischen Punkte einfach komplett außen vor gelassen. Und da wird auch komplett außen vor gelassen, dass natürlich, wenn jetzt neue Gasinfrastruktur gebaut wird, dass das einfach auf sehr lange Zeit angelegt ist und dass das uns eben weiter in einer fossilen Wirtschaft festhält. Und das Selbstkritische, was ich dabei sagen würde, ist eben tatsächlich, dass es diesen sehr starken Fokus, das ist auch vor allem ein deutsches Ding, das ist zum Teil in anderen Ländern anders, wo Kohle nicht so ein großes Thema war. Da ist die Diskussion um Gas schon nochmal anders geführt worden. Aber da würde ich eben sagen, haben wir in Deutschland durchaus auch noch einen Nachholbedarf, eben jetzt tatsächlich dahin zu kommen und zu sagen, wir haben sehr viel uns auf Kohle fokussiert, aber wir sehen eben auch, einfach von Kohle zu Gas zu wechseln, das ist nicht die Lösung. Und da müssen wir eben weiter dran arbeiten. Ich würde kurz in Deutschland bleiben. Konstantin, wie siehst du das? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, warum die Gasindustrie denkt, dass sie da noch weitermachen kann. Das eine ist, wir sind nicht laut genug. Ich glaube, da müssen wir uns als Bewegung, als Klimainteressierte auch noch besser Gehör verschaffen und wir müssen auch noch besser erklären, was eigentlich das Problem ist und müssen das sehr deutlich artikulieren auf der einen Seite. Und das zweite Problem, glaube ich, da lässt sich einfach noch zu viel Geld mit verdienen. Wenn ich hier auch nochmal auf die deutsche Situation schaue, es gab jetzt neue Subventionen, die eingeführt wurden für den Bau von neuen Gaskraftwerken im Zuge des Kohleausstiegs. Und es ist aktuell tatsächlich so, ich kriege höhere Subventionen für fossiles Erdgas als für erneuerbare Energien. Wir haben einen Riesendruck, dass die Kosten für die Erzeugung von erneuerbarem Strom sinken. Aber auf der anderen Seite läuft die Bundesregierung mit der Gießkanne rum, wenn es darum geht, Gas, Blockheizkraftwerke, Gaskraftwerke
zu fördern und zu finanzieren. Und das ist einfach eine fehlgeleitete Politik. Das finde ich jetzt nicht mehr hinnehmbar, dass wir im 21. Jahrhundert überhaupt noch Subventionen für fossile Energieträger ausgeben. Ich finde, das gehört alles in die erneuerbaren Energien und in Effizienz. Und da braucht es ganz dringend ein starkes Umsteuern, eine Kehrtwende in der Politik, dass all diese fossilen Subventionen gestrichen werden und die Steuergelder, die dafür ausgegeben werden, umgelenkt werden in die Energiewende und in Erneuerbare. Dankeschön. Ich würde aber jetzt nochmal die Frage auch Richtung Kanada schicken und speziell an dich, Jim. Du hast gerade selber gesagt in deinem letzten Beitrag, dass die Regierung könnte ja sozusagen das Moratorium zum Fracking komplett wieder stürzen oder also zu Fall bringen, sage ich es mal so. Das, was ihr erwirkt habt. Das heißt, müsst ihr jetzt nicht auch mit allen Händen, die ihr habt, dafür kämpfen, dass im Endeffekt auch eine neue, also alle Beteiligten einer neuen und alten Regierung, wie auch immer, da stark damit, also stark informiert werden, ganz klar informiert werden, was da sozusagen, wie die Situation beim Gas ist? Ja, natürlich, das stimmt natürlich. Das ist etwas, was genau richtig ist. Man darf niemals nachlassen. Also die Regierung könnte sozusagen jeden Tag ein Angebot bekommen für Fracking sozusagen und dann erlaubt sie es vielleicht wieder. Also das heißt, deswegen machen wir weiter Lobbyarbeit. Wir wenden uns an die örtlichen Medien und wenn sie etwas beginnen würden, dann würden wir sie natürlich am nächsten Tag schon vor Gericht bringen. Wir würden sie verklagen. Und in dieser Provinz ist es auch so, dass die indigenen Völker auch sehr gegen Fracking-Gas sind. Und ich denke nicht, dass die Regierung hier sozusagen alle gegen sich aufbringen möchte. Das ist das Gute daran. Also wenn die Regierung jetzt Fracking aufgibt und vielleicht geht sie natürlich auch dann in die Richtung der Entwicklung kleiner Atomreaktoren, aber das ist dann wieder eine neue Debatte. Die kanadische Organisation der Petroleumproduzenten, CAP, ist sehr gut organisiert, sehr wohlhabend, hat viele Medienkontakte, genauso wie auch in den Vereinigten Staaten und auch in Europa, nehme ich mal an. Und die machen natürlich immer weiter Druck. Sie wollen die Projekte umsetzen. Und ein großer Teil der Wirtschaft in Kanada, insbesondere im Westen, basieren auf Öl und Gas. Und da gibt es also wirklich viel Gegenwind. Und der Premierminister Justin Trudeau ist ein bisschen zweigeteilt. Also einerseits will er ein Vorreiter für den Klimaschutz sein und möchte auch neue Dinge voranbringen in diese Richtung. Aber gleichzeitig ist er auch dafür bekannt, dass bestimmte Industriezweige subventioniert werden. Und er spricht in seinen Reden von der Beendigung des Klimawandels. Also ich denke, dass es nicht so viele Unterschiede zu Deutschland hier gibt. Also man hat diese zwei konkurrierenden Interessen und das muss irgendwie aufgelöst werden. Und ich bin mir nicht sicher, was die Antwort darauf sein wird. Also wenn das Klima so ein großes Thema dann wird, dann wird hoffentlich der gesunde Menschenverstand überwiegen. Aber gegenwärtig ist das noch ein offenes Ergebnis in diesem Kampf. Und trotz der ganzen Probleme, es ist wirklich merkwürdig. Man hat hier British Columbia und Alberta. Beide sind in Gerichtsverfahren auf verschiedenen Seiten. Die eine Provinz mag Ölsand und die anderen wollen Erdgas, aber nicht Ölsand. Also es ist wirklich ziemlich kompliziert. Das heißt, wir wollen komplett aus den fossilen Brennstoffen aussteigen und das ist wirklich ein konstanter Kampf, ein konstanter Wettbewerb. Mike, möchtest du ergänzen? I mean, Jim's right. Also Jim hat natürlich recht. Also in Kanada ist für
wirklich eine eigenartige, gibt es eine eigenartige politische Struktur. Die Entscheidungen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen, in Bezug auch auf Gas, sind verfassungsmäßig den Provinzen zugeteilt. Und als nationale Regierung haben wir nicht die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen über diese Ressourcen in den Provinzen. Natürlich gibt es einige Ausnahmen, aber das ist allgemein so. Unsere Verfassungsstruktur hat das so festgelegt. Also wenn es um Fragen des Klimawandels geht, das hat natürlich nationale und globale Auswirkungen, dann wird das ziemlich problematisch in Kanada. Also ja, Jim hat natürlich recht und ich denke, die Art und Weise, wie wir damit umgehen müssen, ist, und da möchte ich noch einmal auf die Frage zurückkommen, also dass Gas nicht umweltfreundlich ist. Ich denke, wir müssen hier in unserer ganzen Arbeit und in all unseren Bemühungen dieses Argument untermauern, dass nicht nur gefracktes Gas, sondern jegliches Erdgas, also gefracktes Gas ist natürlich schlimmer, aber alles Erdgas ist in vielen Fällen schlechter als Kohle. Und das müssen wir immer wiederholen. Das ist eine Botschaft, die wir immer wieder wiederholen müssen in unserer gesamten Arbeit. Also das wären meine Anmerkungen dazu. Okay. Bevor ich sozusagen schon fast die Abschlussrunde starte, gibt es noch zwei Fragen aus dem Chat, die ich konkret stellen möchte. Einmal an Regine. Da ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass die Bundesregierung auch den Arktik-2-LNG-Terminal in Russland per Finanzgarantie fördert? Auswirkungen in der Geopolitik? Fragezeichen. Die wurde mir zum Glück übersetzt, sie war Englisch, aber ich dachte, für die Übersetzung ist das jetzt ein bisschen doof, wenn ich jetzt auch noch mit Englisch anfange. Regine, einmal du. Konstantin, du kriegst die zweite. Okay. Also da geht es nicht um eine ungebundene Finanzkreditgarantie, soweit ich weiß, sondern da geht es um eine Hermes-Bürgschaft. Was natürlich trotzdem, also das ist sozusagen trotzdem Außenwirtschaftsförderung. Also ich glaube, der Vorteil bei diesem Projekt ist, dass es zu einem relativ frühen Zeitpunkt dazu Informationen gegeben hat, die auch an die Presse gekommen sind. Und zu einem Zeitpunkt, wo über den Stopp von Nord Stream 2 gesprochen wird, aus geopolitischen Gründen und aus dem Verhalten von Russland gegenüber Kritikern. Deshalb bin ich zumindest vorsichtig optimistisch, dass das anders diskutiert wird jetzt, als es ohne die Öffentlichkeit und ohne die Diskussion, die es eben auch im Nord Stream 2 gibt, dass das in die Entscheidung einfließt. Ich würde trotzdem nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass auf der Grundlage eine Bundesregierung auch sagt, nee, da sind wir jetzt mal konsequent und stehen zu dem, dass wir sagen, es ist ein Riesenproblem, wie mit Kritikern umgegangen wird und da muss irgendwie drauf reagiert werden und das wäre ein Punkt, wo wir ansetzen können. Aber also, soweit ich es weiß, ist es noch nicht entschieden und ich glaube, es liegen einfach interessante Dinge jetzt auf dem Tisch und es ist eine Öffentlichkeit dazu, deshalb wäre ich verhalten, optimistisch, aber wie gesagt, Hand lege ich nicht ins Feuer dafür. Sollst du auch gar nicht, bitte nicht. Konstantin, die andere Frage, die noch im Chat aufgetaucht ist, ist folgende. Ich lese sie mal vor, sie ist sehr lang. Ist es möglich, dass die deutsche Bundesregierung dieses Projekt unterstützen wird, unter der Bedingung, dass es russisches Gas verdrängt und daher klimaneutral wäre, solange Deutschland noch Kohle verbrennt oder Erdgas benutzt? Die Regierung könnte es doch zusätzlich attraktiv finden, dass es Arbeitsplätze in Deutschland schaffen würde, besonders in Wilhelmshaven. Was sagst du dazu? Da muss ich ja kurz drüber nachdenken. Also, genau, also mir geht es nicht darum, die eine Gaslieferung durch die andere Gaslieferung zu verdrängen, sondern mir geht es darum, dass wir neue Abhängigkeiten vermeiden. Es ist ja so, dass wir jetzt für eine Übergangszeit tatsächlich noch Erdgas brauchen, weil wir nicht einfach einen Schalter umlegen können und dann überall aus dem Boden die Windräder poppen und die Energie erzeugen, die wir dann stattdessen brauchen. Es dauert ja leider etwas. Und insofern geht es schon darum, dass natürlich wir neue Projekte verhindern, die dann eben eine Lebensdauer haben, die über den Zeitpunkt Klimaneutralität hinausgehen. Insofern
glaube ich nicht, dass es Sinn macht, jetzt dort ein neues LNG-Terminal zu bauen und dadurch dann Erdgaslieferungen aus Russland zu reduzieren. Meine Erwartung ist an jede Erdgaslieferung nach Deutschland, dass die so effizient wie möglich erfolgt und so sauber, wie das dann eben dieser fossile Energieträger zulässt. Das heißt, ich habe auch eine klare Erwartung an die Erdgaslieferungen aus Russland, dass sich da endlich transparent gemacht wird, was die sogenannten Vorkettenemissionen angeht, also die Methanleckagen, worüber wir in den USA eine relativ hohe Transparenz haben, aber in Russland eben überhaupt gar keine, totale Blackbox. Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, um diesen Energieträger überhaupt noch weiter nutzen zu können. Also da muss ganz, ganz dringend nachgebessert werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und dann müssen wir nicht sehen, dass wir das eine Erdgas durch das andere Erdgas verdrängen, sondern wir müssen sehen, dass wir Erdgas durch erneuerbare Energien verdrängen und unseren Energieverbrauch reduzieren. Das, glaube ich, sind da die wichtigen Strategien. Und die Arbeitsplätze entstehen dann auch. Also ich glaube, die Arbeitsplätze, die, naja gut, ja, dann baut man da ein Terminal, das mit sehr wenig Personal dann tatsächlich betrieben werden kann. Und es wird auch irgendwann alles wieder weg sein, weil es ja nicht Teil der Energiewende ist. Die Strategie hin zu regionaler Wertschöpfung ist insbesondere in Norddeutschland hin zu Ausbau der erneuerbaren Energien und hin zur Erhöhung der Energieeffizienz. Das ist, wenn man es mal so betrachtet, ein bundesweites, flächendeckendes Investitionsprogramm in den Gebäudebereich, in die Industrie, in neue Energieträger. Das ist alles dezentral und das unterstützt Handwerk und auch kleinräumige wirtschaftliche Strukturen. Und das, glaube ich, ist sowieso sehr, sehr viel nachhaltiger als jetzt hier diese großen investitionsschweren Projekte, die da an der Küste geplant sind. Danke für die Antwort. Ich hoffe, die Frage hat diese Antwort auch gereicht. Wenn nicht, Sie wissen, diese Konferenz ist sehr erreichen können. Schlussworte. Wir haben ja sozusagen eine transatlantische Verkettung. So heißt ja auch unser Seminar heute. Was ist denn jetzt die Verkettung oder beziehungsweise auf Basis dieser Verkettung? Was wollen Sie vier, ihr vier Podiumsdiskutanten, was wollt ihr sozusagen nochmal final zum Ausdruck bringen, beziehungsweise meine Frage ist, was wollt ihr gerne der Bundesregierung mitgeben? Und ich würde gerne bei Mike starten, dann an Jim, dann Regine und Konstantin zum Schluss. Meine Empfehlung an die Bundesregierung lautet wie folgt. Gewährleisten Sie, dass Sie sich wirklich umfassend informieren über die Risikofaktoren bei diesem Parity-Projekt. Zum Beispiel die Aussage, dass nur konventionelles Gas verwendet wird. Das ist Unsinn, das ist Quatsch, das geht gar nicht, das können Sie gar nicht. Und soweit ich weiß, hat sich die Bundesregierung darüber aber noch gar nicht umfassend informiert. Also die Bundesregierung muss sich tatsächlich umfassend informieren über all diese Faktoren. Und wenn sie das tun, dann werden sie nämlich erkennen, dass das Geld des deutschen Steuerzahlers und der deutschen Steuerzahlerin aufs Spiel gesetzt wird, dass hier keine Garantie ist. Und wenn man sich das genau anschaut, dann werden diese Garantien auch nicht gegeben. Ja, ich stimme dem zu, was Mike gerade gesagt hat. Wenn wir uns mal anschauen, warum dieses Projekt so gepusht wird und die Argumente anschauen, die Parity anführt, der Markt ist schlecht und es ist die beste Zeit, jetzt auf den Markt zu gehen und man bekommt das Geld von den Banken und so weiter und so fort. Und wir können tatsächlich nur hoffen, dass die Bundesregierung hier etwas vorsichtiger mit umgeht und das nicht einfach so bare Münze nimmt, was da gesagt wird. Hier auf dieser Seite des Atlantiks, jedenfalls in unserer Provinz, sagt man oft, dass Deutschland doch eher ein Beispiel ist, ein Modell für gute Klimapolitik. Denn hier wird sehr stark investiert in den Bereich erneuerbare Energien. Und es wird wirklich vergleichsweise viel gemacht im Vergleich zu anderen Ländern der Welt. Und
vielleicht sollte man diese öffentliche Wahrnehmung auch nicht riskieren. Man will ja nicht reinfallen auf die Klimaheuchler, die Fracking im eigenen Land nicht wollen, aber kein Problem damit haben, dass woanders die Umwelt zerstört wird. In dem Fall in Kanada. Also das ist auch eine PR-Frage, oder? Finde ich sehr charmant. Regine. Ja, ich würde mir konkret wünschen, dass es für Goldboro keine Unterstützung seitens der Bundesregierung gibt. Also da einfach Nein zu sagen. Und insgesamt nicht beim Aufbau von neuer Gasinfrastruktur zu helfen, also den Aufbau zu unterstützen. Und dass eben die Frage von, wie können wir verhindern, dass eben neue fossile Infrastruktur aufgebaut wird, auch in jetzt die Diskussion um die Klimastrategie aufzunehmen. Dann mache ich da mal die Runde komplett, wobei ich jetzt zugeben muss, dass ich noch über das nachdenke und ein bisschen hadere, was Jim gerade gesagt hat. Ich fürchte aber, ich muss dieses Bild einer Bundesregierung, die für die Energiewende eintritt, jetzt aus unserer innerdeutschen Perspektive leider zerstören. Spannende Frage, was das dann auch in einem internationalen Kontext bedeutet. Aber für uns als eine deutsche Umweltorganisation ist es schon sehr bitter zu beobachten, was mit dem Ausbau von Windenergie an Land passiert ist, wie sehr der Ausbau der Stromnetze verschleppt wird, dass wir im Bereich der Gebäudeeffizienz einfach nicht vorankommen, dass ein Kohleausstieg viel zu spät kommt, dass wir in der Mobilität immer noch nicht vorankommen und gerade immer noch einen bizarren Streit über Tempolimit und Neubau von Autobahnen haben. Die Liste könnte ich jetzt auch noch fortsetzen, aber das sind so die Dinge, die mir sofort einfallen. Und ich glaube, wir stehen hier vor der besonderen Situation, dass zwar verbal viele in unserer Regierung auf Klimaschutz eingestiegen sind, aber ihr Handeln leider beweist, dass sie sich dafür nicht einsetzen, sondern immer noch da Rückendeckung liefern für eine Automobilindustrie, für eine Gaswirtschaft, auch für eine Kohlewirtschaft, die nicht für falsche Entscheidungen bestraft wird, sondern die immer noch gepäppelt wird und die noch Steuergelder hinterhergeworfen bekommt, jetzt für den nächsten fossilen Energieträger. Und das ist für mich schon eine sehr verheerende Bilanz. Und was wir jetzt sehen mit den Planungen für neue LNG-Terminals, da manifestiert sich jetzt mal wieder an Orten, wie eigentlich diese Fehlentscheidungen dann praktisch da sich Bahn brechen. Und ich glaube, da müssen wir wirklich weiter dagegen kämpfen und deutlich machen. Wir haben hier im nächsten Jahr auch Wahlen, dass wir mit einer neuen Bundesregierung, neues Spiel, neues Glück, hoffentlich bessere Entscheidungen bekommen und dann wieder zurück auf den Kurs kommen, den Jim auch gerade eben angesprochen hat und wo wir ja auch gerne unsere eigene Regierung sehen würden. Meine Erwartung an die Bundesregierung ist, dass sie nicht nur schöne Worte findet und interessante Papiere zu Klimaschutz veröffentlicht, wie unser Wirtschaftsminister das getan hat, sondern auch danach handelt, und zwar an den ganz konkreten alltäglichen Entscheidungen, die sie trifft, dass sie alle Subventionen für fossile Energieträger stoppt und dass sie anfängt, Erdgas als das zu betrachten, was es ist, und zwar ein Teil des Problems, wenn es um den Klimaschutz geht. Und für die LNG-Terminals in Deutschland wünsche ich mir ganz klar, dass da jede Unterstützung endlich aufhört, man sich davon verabschiedet und dass man auch, wenn es um Außenwirtschaftsförderung geht, wenn es um Projekte wie das in Goldboro sieht, einfach einen Schlussstrich zieht und sagt, dass so etwas auch keine Unterstützung mehr von Regierungsseite findet. Vielen herzlichen Dank. Danke an meine vier Podiumsmitdiskutanten, an eure Präsentation, an ihr Interesse, Sie Teilnehmer, Sie Zuschauer. Ich habe nur leicht überzogen, es ist 17.33 Uhr, ich weiß gerade gar nicht, wie spät es eigentlich in Kanada ist und wahrscheinlich sind es auch noch ganz viele Zeitzonen, die da dazwischen liegen, nicht nur eine, einmal New Brunswick und dann in Alberta. Wahrscheinlich noch ganz schön früh, Sie haben den Tag noch vor sich. Unser Tag hier in Berlin sozusagen ist zu Ende. Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Sie haben im Chat sehen können, dass die Präsentationen online gestellt worden sind auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung. Dieses Webinar bzw. diese Online-Veranstaltung wurde ja auch aufgezeichnet. Man kann sie sich immer wieder anschauen. Und ich kann nur mit den Worten enden zum Thema Klimaschutz: nicht quatschen, machen. In diesem Sinne einen schönen Abend und einen guten Tag nach Kanada. Ciao.
Thank you, Nadine. Danke dir. As well.